This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, herzlich willkommen beim zweiten Teil von der Videoreihe hier. Ernährungsmythen, die vier größten Ernährungsmythen. So, und der zweite Mythos. Mythos Nummer zwei ist abwechslungsreich essen. Dass man abwechslungsreich essen sollte, okay? Viele Leute denken, ey, sie müssen alle Eiweiße abdecken, alle Aminosäuren, das Profil muss stimmen und man muss Vitamin A, B, C, D und XY haben. Und dieses abwechslungsreich Essen, verschiedene Sachen essen, oh, wenn ich aufpasse, dass das schön bunt ist, das Essen, und dass ich ein paar Körner esse, ein bisschen Fett, ein paar Avocados, ein paar Nüsse, ein paar Früchte, ein paar Salat und so weiter. Und alles am besten in einer Mahlzeit dann noch so. In einer Mahlzeit so alles drin zu haben. Das ist wohl der größte Irrtum überhaupt, so, aber das haben schon zumindest viele erkannt, dass das dann nicht in einer Mahlzeit drin sein muss, sowieso nicht. Und ich denke, man kann einfach mal in die Natur schauen. So. Wie viele Tiere essen denn abwechslungsreich? So? Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, eine Kuh, so, die frisst Gräser. Okay. Also ist im Prinzip nur eine Kategorie so, ist jetzt nicht gerade abwechslungsreich. Dann ein Vogel, der isst Körner, Samen, Saaten. Okay. Ist jetzt auch nicht gerade abwechslungsreich. Und was essen Affen? Die essen Früchte hauptsächlich und grüne, leichte Blattgemüse, ganz selten mal Insekten oder sowas. Also nicht mal 1-2% oder so, sagt man, glaube ich. Die sind wahrscheinlich dann auf den Früchten so mit drauf. Und auch nicht gerade sehr abwechslungsreich. Also die essen auch nur 4-2 Nahrungsmittelgruppen. Und auch keine konzentrierten Sachen. Also die Tiere essen keine Öle, also, oder Auszugsmehle, irgendwelche konzentrierten Dinge eben, verarbeitet Dinge. Und wieso sollte jetzt ein Mensch abwechslungsreich essen? So? Es gibt zum Beispiel Naturvölker, die haben nur von Datteln und Kamelmilch gelebt. Diese zwei Nahrungsmittel, leben lang. Es gibt Völker, sagt man, die nur von Bananen oder Kokosnüssen leben. Und mit Kokosnüssen habe ich selbst die Erfahrung eigentlich gemacht. Ich nehme manchmal tagelang nur Kokosnüsse zu mir oder ja, mal ganz selten dann noch zusätzlich hier gerade Papaya oder Wassermelone, jetzt wenn ich gerade in Thailand bin. In Deutschland schaut es wieder ganz anders aus. Und man kann aber über Wochen bis zu Monaten die gleichen Sachen essen. Walter Schaube zum Beispiel, Kerngesund ohne Umwege, hat er ein Buch geschrieben. Schaut euch das mal an, lest euch das durch. Der isst über mehrere Wochen, Monate einfach nur Heidelbeeren. Dann, wenn das nächste in Saison ist, isst er die nächsten Beerenfrüchte. Der isst eben Beerenfrüchte. Und ihr braucht euch da keine Gedanken drüber zu machen, dass ihr abwechslungsreich essen müsst. So. Schaut euch nur an, wie das dann mit der Entgiftung und allem zusammenhängt. Also drum schaut euch da lieber dann noch andere Videos von mir zum Beispiel an. Da erkläre ich das, wie die Entgiftung stärker wird, wann, was man dazu essen sollte, dass man eine Übergangskost braucht. Schaut euch Arnold Ehret, schleimfreie Heilkost an. Genau. Aber ja, abwechslungsreich essen ist ein Schmarrn so. Kein Tier ist wirklich abwechslungsreich, wir brauchen das nicht. Es gibt genug Menschen, die nicht abwechslungsreich essen. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, selbst wenn ihr Fleisch esst noch oder wenn ihr Industriekost esst, ihr esst doch nicht abwechslungsreich. Ich habe damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, ich habe immer das Gleiche gegessen. Wenn es Schnitzel mit Pommes gab, dann habe ich Schnitzel mit Pommes gegessen. Dann habe ich immer Bratwurst gegessen. Beim Italiener habe ich immer eine Salami-Pizza gegessen. Als Kind so. Und da war keine Abwechslung. Nix. Ich habe immer das Gleiche gegessen. Ich habe Nudeln mit Ketchup gegessen. Da muss man auch dann mal drüber nachdenken, so, wovon lebt man denn überhaupt, wenn man Nudeln mit Ketchup isst. Aber irgendwie bin ich ja doch dann groß geworden, so sag ich mal, und gewachsen dabei noch. Mit dem Essen. Und das ist auch sowas,
Und dann machen sich viele Leute Sorgen oder haben Ängste und schauen auf Vitamine, wenn sie ihre Ernährung in eine gesündere Richtung ändern. Ihr braucht nicht auf Vitamine schauen, wenn ihr gesünder esst. So, das ist, ey, überlegt mal, was ihr vorher gegessen habt. Ihr habt irgendwie irgendwelche Transfette, verarbeitete Lebensmittel gegessen, Öle, Geschmacksverstärker, E-Nummern. Und ihr habt euch gar keine Sorgen gemacht über das Essen. Ihr wart ab und zu bei McDonald's und irgendwelche Fastfood-Ketten. Und jetzt, wo ihr euch gesünder ernährt, dann muss man plötzlich aufpassen, dass man alle Vitamine bekommt. Ja. Das ist sehr fragwürdig. Und ja, aber so viel zu diesem zweiten Mythos, abwechslungsreich essen, halte ich nichts von und ist auch nicht so, man kann sich Naturvölker anschauen. Ja, braucht man nicht. Ansonsten macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.